Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Charlie von YouChannel. Und wir machen einfach weiter. Ich meine, ist okay so. Hey! Wie geht's? Hast du auch Äpfel tauchen gesagt? Ja, klar. Das ist eine Tradition am Medifest. Probier es ruhig einmal. Du hast wohl den Verstand verloren. Warum sollte ich Augäpfel in den Mund nehmen? Süßigkeiten und Preise. Okay, her damit. Wessen Augäpfel sind das eigentlich? Das sind Süßigkeiten, Augäpfel, Dummerchen. Wir sind doch keine Monster. Naja, eigentlich. Achso, ja. Naja, eigentlich sind wir schon Monster. Aber na, du weißt schon, was ich meine. Also, wenn das so ist, dann tun ein paar Augäpfel wohl nicht viel. Schnapp dir so viele du kannst, bevor die Zeit abläuft. Gelbe Augäpfel sind selten und bringen mehr Punkte wert als normale Augäpfel. Außerdem, man solltest du Augen mit Bindehautentzündung meinen. Bindehautentzündung? Die rosa Augen. Los. Sehen für mich mehr grün aus als gelb. Aber gut. Nein, ich bin gelb. Bindehautentzündung everywhere. Yay. Irgendwie wird das echt knapp gerade. Liegt vielleicht daran, dass hier Dauerbindehautentzündung ist. Wurden alle Augäpfel angesteckt, sehe ich. Nein. Geschafft. Boah. Naja, knapp. Ich hatte noch voll Zeit. Aber es wurde knapp. Ich hasse Sachen mit. Oh, du bist ziemlich schnell. Fast wie ein Dorbock. Ich wollte es einfach nur hinter mir springen und außerdem habe ich ja schon geübt, weil musste ich das schon 800 Mal machen. Eigentlich schmecken die Augäpfel nicht halb so schlecht, wie man es meinen sollte. Aber die Süßigkeiten werden noch besser schmecken. Yam, yam, yam. 20 Süßigkeiten. Ist das alles? Guten Appetit. Ist das alles? Okay, ich probiere es noch einmal. Das ist die Einstellung. Ich glaube, ich muss das wieder dreimal machen, um meine Kampfmarke zu bekommen. Denke ich mal. Würde Sinn ergeben, weil ich das bei den anderen ja auch machen musste. Und deswegen... würde ich sagen. Machen wir es einfach mal. Aber ich weiß nicht, ob ich mehr als 40 schaffe. Okay. Schon alleine war das echt langweilig. Ja, gut. Also Augäpfel essen, da ist natürlich so. Nein! Halloween war das denn immer echt krass? Das schaffe ich nicht mehr. Sage ich ja. Oh, gerade so. Oh, das war echt knapp. Hoffentlich reicht das. Ich will nicht noch einmal. Mann, bei dieser Geschwindigkeit werden mir noch die Süßigkeiten ausgehen. Vielleicht solltest du ein besseres Auge auf den Geschäft werfen. Wow, der war gut. Naja, ging. Hier, der Rest meiner Süßigkeiten sind eh abgelaufen. Was? Wen stört? Wie gehen sie essen? Wie geben sie auf? Essen die aber nicht. Noch einmal schaffe ich wahrscheinlich. Okay, ich probiere es noch einmal. Das ist die richtige Einstellung. Wahrscheinlich brauche ich jetzt irgendwie 8 Versuche, weil 45 ist echt hart. Ich habe 40 gerade so geschafft. Es ist nicht so... bin ich nicht so gut drin anscheinend. Das war dumm. Nein! Mit dem Grün! Ah, war ja klar. Und den da hinten, den Grün, kriege ich auch nicht mehr. Gut, das war... schaffe ich nicht mehr. Manu! Das werde ich jetzt noch schlechter sein als die anderen Male. Mann, ich will aber. Oh, ich brauche noch 2. Nein, gib mir normal. So, okay, hab's geschafft. Nur da, weil er 800 gelbe, grüne kam, das war unglaublich. Das war sogar so schnell, als ich das kann. Ich tauche schon eine ganze Weile nach Süßigkeiten. Augenäpfel sind nur meine neuen Opfer. Meine neuesten Opfer. Ach, hatte ich Süßigkeiten, Augenäpfel gesagt? Ich meine süße Augen. Die tränken sie in Zucker um. Na, das Geschmack der Hornhautzwiebel. Ach, und hier ist mein Preis. Süß. Die haben wir gebraucht. Meinen Rekord gebrochen und all meine Preise abgeräumt. Aber ich bleibe trotzdem noch hier, falls du einen eigenen Rekord noch brechen willst. Nein. Das mache ich nicht nochmal, nachdem ich weiß, was es ist. War das jetzt eigentlich eine Kampfmarke oder war das? Starker Gegenangriff. Ach, das habe ich drin, ich Idiot. An sich habe ich sonst nichts.
Ich überlebe, ob ich das Überleben rausnehme und dann auch erstmal irgendwas hin tue, was den Schaden bei anderen macht. Weil... Mache ich erstmal. Ich das ja gerade so hinbekomme. Ich habe Besseres zu tun, als auf ein Nidi zu warten. Was ist das? Oh, guck mal, da hängt ein Digi. Hey. Da darf ich wohl gerade nicht durch. Gehe ich mal von aus einfach. Hello. Willst du uns helfen? Ich betrachte dies als Investition in die Zukunft. Das passt so schön, das reimt sich. Ich habe Besseres zu tun. Ach so, das war derselbe. Hey ho, willst du uns vernichten? Top, die Wette gilt. Oder auch nicht. Lässt. Scheiße. Ja, ist egal. Schaffe ich eh nicht mehr. War ich einmal kurz abgelenkt. Oh, süß. Was ist da los? Ich dachte, ich hätte ihn vorhin gesehen, aber es war nur ein Puppel. In meinem Auge. Was? Was? Oh, echt, Leute. Der Edi hasst uns. Der baut. Sehen wir uns auch die richtige Höhle an? Ups. Jemand hat mir gesagt, dass es hier so kalt ist. Mir friert mein Gesicht ein. Ich denke, der Edi ist tot. Forever tot. Gestorben. Wir haben ihn vernichtet. Hey, Bo. Und was geht mit dir? Denkst du auch, der Edi ist tot? Das ist ein Segen für unsere Wissenschaft. So, da komme ich nicht durch. So, also müssen wir irgendwie den Edi aus der Höhle rausgraulen, denke ich mal. Hello. Can I help you? Ihr seht aus, als könnt ihr eine Unterdrückung gebrauchen. Und ich habe ihn gerade gefragt, ob ich ihm helfen kann. Aber wenn das so ist, werden wir dich halt vernichten. Er hat ja danach gefragt, also helf mir ihn damit, du Arsch. Nach all dem, was ich gemacht habe. So. Ich habe gerade wieder gedreht, dieses. War das Ding? Das habe ich eben gemacht. So, das war der erste. Du Arsch. Kann er nur. Du Arsch. Wie kann er nur? Eigentlich macht er. Oh, das macht ja null Schaden. Das war nur 30. Okay, er kriegt was anderes. Das ist ja nichts. Das heißt, ich muss ihr eine andere Kampfmarke geben. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe ein bisschen mehr erhofft von der schwarzen Rose. Viel, viel mehr. So viel mehr. So viel mehr habe ich mir erhofft. Papagei. Attacke! Oh, die haben beide überlebt. Oh, mit 8 ist das ein... Er stirbt aber durchs Feuer, also... Oder halt dadurch auch. Geht auch. Sterben tut er, wird er sowieso. Da gibt es keinen drumherum fliegen. Tränensturm. Oh, ja. Das ist eigentlich voll mies. Oh. Das arme Ding. 5. Ehrlich, mit 5? Ah, jetzt ist er tot. Kann er sich seine 5 sonst wohin stecken? Mal kurz anders hinsetzen. Wie Kids. Level up. So, so welche Kampfmarke werfe ich ihr denn jetzt zu? Nehmen wir das. Auf ein neues. So, guck mal, da haben wir hier die nächsten. Sie sind älter, hier stimmt. Können wir die ihren Hebel umlegen, damit wir durch das Tor kommen? Ich habe voll irgendwie keine Ahnung. Jeder weiß, dass ich das Tor bis zum Ende des Jedis Fest nicht öffnen kann. Wie lange müssen wir denn warten, bis sie mit dem Feiern des Jedis fertig ist? Nun, einmal in 3 kommt der Jedi aus seiner Höhle, um 3 weitere Jahre des Wohlstandes anzukündigen. Aber dieses Mal ist er nicht gekommen. Nachdem er weg, der jetzt schon an der Macht ist,
ist das für uns nur noch ein weiterer Dämpfer. Vielleicht hat er ja verstorben oder sowas in der Art. Der Yeti ist vieles, aber unpünktlich bestimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Also wie wäre es so, wenn wir die Sache mit dem fehlenden Yeti klären und sie öffnen... Achso, ja, okay, ja, ja. Und sie öffnen im Gegenzug das Tor. Wenn ihr dafür sorgt, dass der Yeti sich zeigt, werdet ihr ein offenes Tor vorfinden. Ein Yeti kommt sofort. Habe ich jetzt ein Yeti-Kostüm? Achso, nö. Ich dachte gerade. Also muss ich ein Yeti finden. Ich wollte gerade sagen, jetzt cheaten wir ein Yeti vor, ey. Das geht auch. Hä? Hä? Was? Habe ich nicht gerade? Hä? Auf die Ältesten noch an der Macht werden, hatte ich mir Süßigkeiten in der Tasche. Sie müssen damit auskommen, was ich ihnen zuwerfen kann, denn ich sieße sie, weil sind sie ja schon total... Nein. Könnt ihr da mal wegkommen? Ich meine, auch wenn ihr das Spaß habt, kann ich da irgendwo runter noch? Nein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hey! Ich denke, ja. Wir haben es verstanden mit deinen Kindern. Wie viele Häuser brauchen wir eigentlich noch? 3. So, jetzt müssen wir das erstmal mit dem Yeti irgendwie klären. Jetzt müssen wir einen Yeti suchen gehen. Auf den Spuren des Yetis. Bijou. So, ja, ich habe mir fast gedacht, dass wir hier lang müssen. Aber ich habe gerade überlegt, wie ich den Fetten da wegkriege. Dass er alleine weggegangen ist, wusste ich ja nicht. Wow, Höhlen. Wie ich sie liebe. So sehr. Hey, Kitty. Eins fehlt mir noch. Es macht keinen Sinn, wenn wir uns als Süßigkeit verkleiden. Die wissen bereits, dass wir Kinder sind. Die lügen sich selbst an. Ja, klingt logisch. Aber Großknochen weiß es anscheinend noch nicht. Und da soll es ja hin. So, B. Ich kann gleich nochmal einkaufen gehen. Sollte ich da jetzt runterspringen? Ich denke nicht, ne? Ich lasse das jetzt erstmal alles liegen, weil wir eigentlich nur die Süßigkeiten brauchen, um die Kampfmarken zu kaufen. Und das ist gerade nicht so wichtig. Ich kann mal auf der anderen Seite gucken. Aber irgendwie fehlt mir ja noch ein Kostüm. Ich weiß nicht, was es ist. Ich meine, wir hatten jetzt einen Augapfel und Pirat. Also eigentlich scheinen wir hier dann ja noch länger zu sein. Vielleicht gibt es doch noch eine Stadt. Dann haben wir mal den Yeti. Der Yeti hat eine Waschmaschine. Der Yeti hat einen Freund. Läuft bei dem Yeti. Irgendwie sieht das alles sehr nach einem Riesenschwindel aus. Würde ich mal sagen. Hallo, haben Sie einen Yeti gesehen? Niemand wird die dann Yeti sehen. Mein Yeti-Kostüm ist hinüber. Oh, scheiße, wir kriegen doch ein Yeti-Kostüm. Sie sind der Yeti? Ich war der Yeti. Ich habe mein Kostüm versehentlich auf höchste Stufe im Trockner gelassen. Es ist viel Größen eingelaufen. Aber sie müssen einfach erscheinen. Die flippen schon alle aus. Und wir müssen durch das Tor. Also. Nur ein höhenmäßiges, benachteiligtes Monster. Oder ein Menschenkind könnte... Ah, das ist es. Moment mal, sie wollen, dass ich das Ding anziehe? Ja, du kannst das, ich das retten. Du musst dich nur zeigen. Dann drehen sie schon durch. Okay. Wir haben ein Yeti-Kostüm. Also musste ich das gar nicht zusammenbasteln. So, also darf ich vorstellen, wir sind ein Yeti. Und sie sind alle nicht mehr ganz klar im Kopf, wenn sie das abkaufen. Ah, okay, das war's mit Nidi. Jetzt will ich einmal mit Nidi kämpfen. Kann ich mit Nidi kämpfen? Ich brauche nochmal ein Monster, gegen das ich kämpfen kann. Kämpf mit mir. Und das stört sie jetzt überhaupt nicht, dass ich hier als Yeti rumrenne? Sind die nicht mehr besonders? Bin ich nicht mehr besonders? Hallo, hey, sie sind... Vom Nahen, ja, viel kleiner. Kann ich Ihnen vielleicht einen heißen Kakao bringen oder einen Snack oder mach einfach das Tor auf, bitte.
Sofort, Herr Yeti. Ich bin mir sicher, so klingen Yetis. Oder überhaupt irgendein Lebewesen klingt bestimmt so. Ja. Geräusche nachmachen bin ich so die Beste, die es gibt. Er sagt die Person, die nicht mehr rübsen kann. Das ist mein Trick. Krass. Das sieht hart aus. Nice, Mann, nice. So, dann wollen wir mal gucken, was seine Special-Fähigkeit ist. Nein, ich habe sie geschadet. Vielleicht komme ich jetzt nicht mehr dazu. Hallo? Ups. Gut, er ist nicht tot. Ich darf nur ein pro Dings... Gut, er ist nicht tot. Ich habe ein bisschen immer Angst, dass sie jetzt den Yeti angreifen und dadurch so viel Schaden machen kriegen. So. Den töte ich noch und bei dem anderen treffe ich denn nicht mehr, wenn ich so weit überhaupt komme ich gar nicht in diese Runde. Okay. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Dann können wir ja nächste Runde ausprobieren, was der Yeti drauf hat. Uchiu! Turn around. Nein, meine Brille. So. Robuste Rüstung. Ja, ist nicht schlecht, aber nein. Ich meine, Verteidigung ist immer gut und man braucht das auch, aber ich habe immer lieber Damage als Verteidigung. Auch wenn das mein Tod bedeutet, Damage ist mir immer wichtiger. Was man wahrscheinlich auch gemerkt hat. Karaschmelz. So, dann hätten wir das ja auch geklärt. Dann gehen wir nochmal speichern. Irgendwie glaube ich nicht, dass da oben mich was... Weil wir haben ja jetzt das dritte Kostüm und brauchen nur noch drei Häuser. Und die sind alle nicht ganz so schlau im Kopf. Alles klärchen. So, denn könnte es sein, dass wir so langsam dem Ende nahe kommen. Und Süßigkeiten. Ja, aber ich brauche doch noch drei Häuser. Habe ich drei Häuser übersehen oder so? Ich habe ja gerade gespeichert. Zum Notfall kann ich ja nochmal zurückgehen. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie Häuser sind. Sieht irgendwie nicht mehr so aus. Ich scheine wirklich Häuser übersehen zu haben. Ah, doch nicht. Hey, psst, hey, hey, gib mir deine Karten. Ich brauche noch eine. Ne, ich brauche sogar noch zwei. Eine kriege ich dann, wenn ich die Dings besiege, weil brauche ich sie nicht mehr. Aber ich würde sie kriegen wahrscheinlich. So. Okay. Lassen wir erstmal. Hey, wollen wir tauschen? Mein Fehler. Ich habe die ersten paar nicht gelesen und dann habe ich mir gedacht, dann bräuchte ich das nicht. Hey, hey, hey. Ach, das letzte Flüchtling. Das habe ich schon wieder nicht gelesen. Also jetzt bin ich gerade... Jetzt habe ich eine größere Tasche. Echt jetzt? Ich habe jetzt noch eine größere Tasche bekommen. Wofür brauche ich die denn jetzt noch? Ich habe doch nur noch drei Häuser. Wow. Echt, wow. Nein, tu mir nichts. Wenn ihr etwas schiele, seht ihr mir riesige Süßigkeiten aus. Yum. Achso, wenn ich etwas schiele, seht ihr mir Süßigkeiten aus. Da, 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 du bist tot, 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 tot. Alle drei auf einmal. Echt jetzt? Aha, nehmen wir erst den Priester. Mit A. Er hat sich verteidigt. Wie kann er nur? Verteidigt hat er sich. Diese Unverschämtheit. Also ich darf mich verteidigen, aber er doch nicht. Hä? Was? Ich habe mich doch... Habe ich nicht erfolgreich verteidigt gehabt und trotzdem hat er mir über 100 abgezogen? Läuft bei ihm. Hm. B. Ups. Dribbeln. Tada. So, und zu guter Letzt, natürlich. Und jetzt brenne ich auch noch. Oh, wehe.
Ich schaff das wahrscheinlich nicht. Eve. Oh, jetzt stirbt Eve. Ah, oh, Eve ist schon tot. Mein Fehler. So viel zum Thema, jetzt stirbt Eve. Er hat uns schon verlassen. Ich glaube, ich brauche das Einhorn wieder. Ich brauche nämlich, glaube ich, wieder jemand, der wiederbeleben kann. Aber ich mag das Auge irgendwie. Feuchte Weizen, Karaschmelz.